So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoZ. Mit dabei wieder der Knochen. Hallo. Der ist da unten, ja. Ich habe jetzt doch die M16 mitgenommen und nicht die AKM. Und da mache ich jetzt noch Vorderhandgriff und Reflexvisier drauf. Knochen, du hast M4 Semi, ne? Ja, mit Reflexvisier und Griff. Also praktisch das gleiche haben wir. Wir gehen jetzt erstmal runter nach Smallville. Smallville. Gut. Nur Zivilisten auf dem Server. Okay. Ich habe jetzt irgendwie gerade das Steam-Overlay geöffnet. Wenn ich Tab drücke. Deswegen darf ich nicht mehr Tab drücken jetzt. Da hat irgendwie Steam manchmal so einen Bug. Kennst du das? Hast du Autolaufen aktiviert? Nö. Okay, dann ist ein Bug. Naja, was soll's. Hoffentlich finden wir mal was und ein Spieler wäre auch mal praktisch. Mhm. Nicht mal, so wie letzte warte mal, Folge. Warte mal kurz hier. Ja, gut. Hoffentlich finden wir auch mal wieder einen Spieler. Ja, ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt. Egal. Nicht so wie letzte Folge. Alter, irgendwie sieht die M16 voll scheiße aus. Guck mal durch das Reflexvisier. Ah ja, ich weiß. Ich habe von denen 10 Stück. Ich hätte lieber einen ACOG mitgenommen. Oder ein ACOG oder wie auch immer. Nee, ich finde das so cool. Das sieht voll lustig aus, wenn man damit in dritter Person zielt. Dann wird der rote Kreis voll riesig. Echt mal. Musst du mal machen, wenn musst du mal zielen und dann Third und First Person wechseln. Ja. Okay, genug gespielt. Du mit deinem grünen Helm. Alter. Ich hab früher vergessen, dass ich nicht Tab öffnen darf. Alter. Als ob du auf Metall rennst. Wieso? Na, an dem Stein gerade. Das hört sich immer so metallisch an. Alter, wenn jetzt da oben ein Camper ist. Okay, lass mal lieber durch die Bäume gehen. Ja, wäre irgendwie kacke. Oh Mann. Die Bannung geht weiter. Ja, Alter, echt mal. Die bannen übelst viele momentan. Hex detected. Tja, da sieht man, wie schlecht der Cheatschutz davor war. Ja. Aber hilft trotzdem nicht. Gerade eben, bevor wir das gestartet haben, also mit einem anderen Charakter, wurde ich von irgendeinem dämlichen Hacker getötet. Ja, dann Tobi doch vorhin auch 240 Meter, der hatte, keine Ahnung was der hatte, und der hat Tobi getötet, ich glaube es war unter AK. Ja. Übelst weit weg war der. Tja. Tobi hat glaube ich einen Rangefinder dabei. Und ich, ja bei mir war es so, ich war im Dunkeln. Und mich hat man eigentlich nicht gesehen. Und plötzlich, puff, bin ich tot. Mit dem Taktikmesser dabei. Als Zivilist. Mhm. Lass mal von links reingehen. Ja, würde ich auch sagen. Wenn jemand in der Post sitzt, können wir ihn dann überraschen. Weil es nervt übelst, wenn sich da irgendwelche Leute mit der Shotgun dahinter setzen. Weil dann kann man es vergessen, reinzukommen. Nee, lass bei der Polizei reingehen, das ist am sichersten. Was jetzt doof wäre zu sterben. Hm. Bist du überhaupt? Bist du da? Ach nee, du bist da hinter mir, okay. Warte mal. Ah nee, ich dachte, ich hätte was gesehen. Lauf mal nicht so offensichtlich. Wenn da irgendwo einer hockt. Ja echt mal, ich warte vielleicht mal hier hinterm Baum. Guck mal rein. Vielleicht sieht man ja einen. Also so auf den Straßen sehe ich jetzt niemand. Nee, ich auch nicht. Okay, komm, lass reingehen. Ja. Wo war das? War das in Clearview, wo wir waren? Da sind sie zu weit hinter irgendwie drei Einsatzschilden und allem möglichen Müll in der Post drin. Ja. Da wäre mal praktisch, wenn Granaten eingebaut werden würden. Ja.
Weil damit würde man die so schnell wieder rauskriegen. Na, es gibt ja Granaten, aber die sind ja übel selten. Und die ziemlich viel Schaden. Da könnten sie mal was fürs War Inc. lernen. Mehr Granaten spawnen. Ja, aber War Inc. ist kacke. Deine Ansicht. Wenn du was findest, gib's mir. Wenn du irgendwas Lustiges findest, meine ich halt. Achso, du gehst jetzt da. Ja, ich geh mal von der anderen Seite hier. Ich glaube, ich habe einen Zombie gepult. Der schreit so komisch. Ja. Alter, irgendwie laden die Texturen gerade nicht. Bei mir. Bei mir schon. Also die von der Polizei sind da, aber die von der Wand geht. Und von der Straße sind auch da. Der Vorteil an der Machete im Vergleich zum Tötungsmesser ist halt ganz klar. Zwei-Hit. Gehst du Polizei und Kirche? Ich gehe. Ja. Hier Post und so. Ist ja immer drin. Wahrscheinlich ist es so wie sonst auch immer. Du findest die geilen Sachen. Oh, Alter, doch mal was. Da ist jemand hinter hier in der Post. Das war so ein Holzbank. Ich hab eine Anaconda gefunden. Nice. Und ich brauch mal wieder was zu trinken. Das senkt sich. Ja, ich bring dir was mit. Hier ist ein Liter. Da ist ein Liter, oder? Ja, das ist ein Liter. Ist voll lustig, diese großen Wasserflaschen, da kennt man schon von Weitem. Ja, die sind halt auch etwas wilde. Boah, Tütenchips. Einfach liegen lassen. Ganz Feige. Ehrlich. Schattenmaske. Ah, Dosensuppe. Und ich hab einen Hammer. Junge. Ein Hammer. Beste Waffe ever. Also die Schattenmaske lasse ich jetzt mal. Ich habe einen Kobra, wie sie gefunden, willst du eins haben? Ja. Okay, kriegst du. Wer jetzt Tobi da, wird er sagen, nein, er behält's. Aber auch alles mitnehmen. Auch wenn du irgendwas Unnötiges sonst findest. Achtung, du hast zu entspannen. Nicht sterben. Ich bin ein Arzt. Noch einer, Alter. Ich zähle mal auf. Ein Antibiotika. Warte, lass mich mal alles einsammeln. Ein Painkiller. Auch ein Antibiotika. Ich nehme hier Antibiotika und Bandage, das reicht mir, glaube ich, einfach. Okay, also ich habe zwei Antibiotika und einmal Schmerzmittel. Ich habe ein Antibiotika und eine Bandage. Wird reichen. Warst du in der Kirche? Jetzt gib mal das. Ja, oder? Ne, ich bin nur draußen rumgelaufen. Aber gib mal das Kobra. Achso, stimmt. Da. Du musst mal einen Vergleich sehen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Also, wenn man F6 drückt, kann man sich hier anfangen. Also im Vergleich. Also, weiß nicht, irgendwie sieht das andere cooler aus. Das Reflex? Ja, finde ich irgendwie schon. Das Kobra-Teil sieht so komisch aus. Ich lass mal das Reflex. Oh. Wenn ich irgendeinen Typ sehe, kann ich ja mal wechseln. Ich hab einen Pfeil. Noch einen. War das doch schon an die 40. Ich bin vor dir. Ich will. Oh, nein, du schneller. Oder willst du es? Ja, ist egal. Du bist ja auch, du nimmst es auf, da. Ja. Dann sieht man wenigstens, von was wir reden. Weil wenn ich sonst erzähle, da ist was, dann fragt sich jeder, wo willst du es eigentlich? Was? Oh, Mann. Das Fernglas komisch aus, so von der Farbe. Ich hab so das Gefühl, dass die Texturen nicht richtig geladen werden. Ja, das sehe ich jetzt nicht. Wo willst du eigentlich hinlaufen? Jetzt nach Clearview oder über die Ranch dahin? Wir können Clearview, oder? Ich habe da vorhin eine Mossberg. Nee, vier Mossberg gefunden und die eine hatte 7 Schuss und die drei anderen hatten jeweils 8. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir noch gar nicht in einer Gruppe waren, weil wir nebeneinander gespawnt sind. Ich hatte dich an eingeladen. Ah, ich weiß, habe ich gerade gemacht. Muss mal eine Bengalo-Fackel nehmen und sie werfen. Also werfen, ausfällen und dann trotzdem noch festhalten.
Sieht vielleicht lustig aus. Ich glaube, ich müsste immer noch einen Kompaktfernrohr mitnehmen, weil wenn ich jetzt F6 drücke, dann habe ich bei der Visierauswahl schon drei. Komplex. Dann habe ich da schon drei Stück des Standard, des Cobra und des Reflex. Und wenn ich dann noch das. Ja, Leute, wo sie ist irgendwie gerade abgeschmiert. Knochen und ich sind jetzt hier auf einem anderen Server gejoint und sind hier, naja, unweit von Smallville entfernt, wo wir rausgeflogen sind. Und sollen wir nochmal nach Smallville rein oder gehen wir direkt nach? Wir gehen gleich nach, guck mal, Clearview ist doch schon da hinten. Na gut. Gehen wir gleich und da an. Der Grund, dass wir den Server gewechselt haben, ist, um irgendwelchen Spawn-Campern zu entkommen. Ja, oder generell, weil wir spawnen ja ohne Spawn-Schuss an der gleichen Stelle und das wäre ganz schön dumm gewesen. Ja, uns kommt irgendjemand und freut sich über... Was, es kommt jemand? Nee, uns freut sich einer über zwei Punkte oder keine Ahnung wie viel es gibt. Ich glaube zwei Minus für zwei Spieler. Für zwei normale Spieler kriegt man zwei Minus, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Tobi hat doch letztens einen Hitman getötet. Plus 10 Ruf. Oh Mann. Oder was, Max? Ich weiß es nicht. Ja, aber der hatte auch ganz schön viele Zivilisten auf dem Gewissen. Ich habe in meinem Hauptcharakter 29 Zivilisten und 9 Banditen, glaube ich. Ach. Ich habe drei. Ich habe mit denen jetzt 3 Banditen und 14 Zivilisten. Ich habe mit dem Let's Play-Charakter habe ich hier noch gar nichts. Also noch keinen Zivilisten und kein Dings. Es wird nämlich jetzt echt mal Zeit, dass ich hier jemanden umlege. Ja, letztens in Clearview habe ich 3 Spieler erledigt. Ich glaube, waren es 2 Banditen? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ein Bandit und 2 Zivilisten. Und davor war ich Schläger. Das war doof. Jetzt bin ich wieder ganz normaler Zivilist. Lass mal über die Straße rennen. Nicht, dass irgendwo ein Sniper campt. Ja, ja, auf dem Berg so oder so. Keine Ahnung. Ja, es sind 7 Leute oben. 2 davon sind wir, also 5 Gegner. Wann kommt das nächste Update? Ja. Es wäre geil, wenn sie jetzt mal so ein Gigabyte patchen würden, dann die Grafik auch ein bisschen hochschrauben, ist so bewegte Bäume und sowas alles. Oh, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen von dem Spiel. Alter, guck mal mit dem Fernglas. Ja, das wird besser. Ob du was siehst. Warte. Willst du einfach so rein denn oder sollen wir über den Berg langsam rein? Ich bin mir noch nicht sicher. Was jetzt doof wäre, wenn da irgendwelche Typen wieder einfach nur zu den Wund kämen. Ja, das hatte ich schon mal. Komm ich rein, bam, tot. Warte, komm mal hier hoch, von da oben hast du bessere Sicht mit deinem Fernglas. Also ich sehe keinen. Warte, ich glaube, ich habe da was gesehen, wenn du das erste... Du siehst doch dieses erste Haus mit der Scheune. Ich glaube, dahinter habe ich was gesehen. Erste Haus mit der Scheune? Ja, wenn du darunter guckst, ist doch diese... Spieler, hinten. An der Sperre, wo der Panzer ist. Oh, dann kriegst du den ersten. Ich weiß nicht. Und in dem Haus vorne ist ein Spieler drin. Vielleicht zwei. WTF. Da draußen läuft da, ich sehe ihn gerade. Okay. Er macht gut. Komm. Ich weiß nicht, was die haben. Meinst du, glaubst du, die haben uns. Glaubst du, die haben uns schon gesehen? Ich weiß nicht. Oder die Frage ist, wenn da zwei der sind. Hat auf jeden Fall ein Gewehr dabei, sieht aus wie. Keine Ahnung. Könnte auch ein Bossplatz sein. Jetzt ist die Frage, gehören die zusammen oder nicht? Keine Ahnung. Okay, komm, wir gehen runter ein Stück. Oh nee. Was denn? Ich hatte es mal, dass da. Da hinten gibt's ein Haus, wo es nur so eine Treppe hoch gibt. Kennst du die Häuser? Hm. Ja, da hatte ich es mal, dass sich da drin einer verkämmt hat. Guck mal von meiner Position jetzt aus. Ob du wieder was siehst. Ja, ich sehe den, der springt da draußen irgendwo rum. Warte, ich wechsle mal zum Cobra, ob ich da mehr sehe. Ah doch, der eine, der steht jetzt vor dem komischen Haus. Ja, da wo es hochgeht, ne? Und der Alter, der hat einen Katana, glaube ich, dabei gehabt. Lol.
Okay, komm hier Und runter. wo ist der zweite? Am Fenster. Habe ich ihn gerade gesehen. Ja. Das sind zwei in dem Haus drin, glaube ich. Wahrscheinlich sind es andere und die bedrohen sich gegenseitig. Ja, glaube ich nicht. Ja, guck mal, die sind übelst dicht beieinander. Wer Da wird gerade weiß. eine Zombie geschlagen. Warte, lass mal rechts rumgehen, der kann mir in das Haus reinschießen. Weil du siehst doch auch immer diesen einen immer rumlaufen, aber den zweiten habe ich voll irgendwie verloren aus dem Blickwinkel. Da hast du doch gesagt, der ist im Haus irgendwie oben drin, ne? Ja, glaube ich. Aber besser mal von Baum zu Baum.